Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle. Was ist der Einkaufs- und der Verkaufswert beim Kauf von Silber- und von Goldmünzen für Sie als jemand, der bei einem Edelmetallhändler oder bei einer Bank Gold kauft? Wenn Sie das Thema interessiert und wie so ein Ablauf von einem Kauf und von einem Ankauf funktionieren kann, dann bleiben Sie unbedingt bis nach dem Intro dran. Ja, meine Damen und Herren, was meine ich, wenn wir von einem Verkauf und von einem Ankaufswert sprechen? Der Verkaufswert, der wird von uns so bezeichnet, wenn wir Ihnen eine Münze verkaufen. Und wie kalkuliert sich dieser Wert? Es gibt Rohstoffpreise, die sehen Sie an den Edelmetallbörsen in Form von einem Preis, der oft als Preis pro Unze bezeichnet wird. Weil wenn wir jetzt schauen, 1350 Euro oder 1400 Dollar, dann redet man von dem Preis pro Unze. Das heißt, der Preis für 31,1 Gramm Gold. Das ist nur der reine Rohstoff, der reine Materialwert. Für Sie als Zuschauer ist natürlich verständlich, dass erstmal der Materialwert in Form von einer Ronde gepresst werden muss und später das Ganze zu einer Münze geprägt wird. Und dieses Verfahren, diese Prägekosten, die hierbei entstehen, die sind logischerweise im Endprodukt mit eingepreist. Jetzt möchte dieser Hersteller natürlich Geld verdienen und verkauft an den Großhandel oder an den Handel, wie es bei uns der Fall ist, diese Münzen weiter. Und auch wir haben einen kleinen Aufschlag auf dieser Münze. Und diese gesamte Marge, das sogenannte Aufgeld auf den Materialpreis, ist das, was Sie bezahlen. Im Anlagebereich reden wir von 3-4% maximal Aufschlag auf den reinen Rohstoffwert. Und im Silber ist es so, dass in Deutschland speziell ja die Mehrwertsteuerpflicht besteht. Das heißt, bei Silber ist es anders als bei Gold. Gold ist steuerbefreit und Silber hat den sogenannten Differenzsteuersatz bei Münzen und bei Barren. Das heißt, Sie zahlen im Endeffekt nur ungefähr 7,1%, aber Sie zahlen halt nicht den reinen Materialwert. Um jetzt darauf zurückzukommen, wie der Preis beim Silber sich errechnet: Wir haben den Materialwert, wir haben die 7%. Und dann haben wir noch die Händlerspanne obendrauf. Also Sie können ungefähr rechnen, dass wir zwischen 9-10% Aufschlag auf den reinen Materialwert haben. Das ist der Preis, zu dem Sie als Endkunde kaufen. Im Sammlerbereich können die Aufschläge durchaus Richtung 20, sogar 30, manchmal sogar 100% gehen, je nachdem, wie exklusiv und ausgefallen die Münze gemacht ist und wie klein die Auflage ist. Sie merken schon, im Anlagebereich sind die Aufschläge kleiner. Das bedeutet aber auch, dass im Wiederverkauf, also sprich im Ankauf, so nennen wir das, wenn Sie Ware sozusagen an uns zurückverkaufen, die Abschläge bei Anlagemünzen natürlich am kleinsten sind. Sprich, nehmen wir mal ein konkretes Beispiel, die 1 Unzen Krügerrandmünze, die meistverkaufte Goldmünze der Welt, die hat eine Differenz zwischen An- und Verkauf je nach Händler von 3-6%, bei den Banken manchmal sogar 7%. Das ist das, was Sie verlieren würden, wenn Sie eine Münze eine Minute, nachdem Sie sie gekauft haben, auch wieder verkaufen würden. Und bei Silber ist es ein ähnliches Verhältnis, das ist ungefähr bei 5-6%. Das heißt, Sie haben letzten Endes ein relativ geringes Risiko, wenn Sie mal schauen, dass Sie bei einer Lebensversicherung teilweise 10-20% Gebühren haben, bis das Produkt überhaupt erstmal Ihnen gehört, haben Sie ein sehr geringes kalkulierbares Risiko. Und das Schöne ist eben, dass die Differenz, die sehr klein ist, nicht nur in einem Land wie Deutschland funktioniert, sondern es ist ja ein globales Zahlungsmittel. Also wenn Sie jetzt Geld wechseln, als Beispiel einen Euro in Dollar, dann haben Sie einen Wechselkurs und die Differenz, also die Gebühren, die Sie bezahlen, die sind bei über 5%. Wenn Sie jetzt Gold in Deutschland kaufen und es in den USA verkaufen und ungefähr diese 5% Differenz rechnen, von denen ich gesprochen habe, dann sind Sie auf dem gleichen Verhältnis, als hätten Sie Geld gewechselt. Und das ist das, was ich Ihnen mitgeben möchte. Das war eine Einsteigerfrage, die uns gestellt wurde. Und zwar ist wichtig, dass wir nicht nur bei den Fortgeschrittenen hier arbeiten, sondern wenn Sie weitere Einsteigerfragen haben, was eine Unze ist, wie sich die Motive auf die Preise auswirken oder andere Themen, dann schreiben Sie es doch mal hier unten in die Kommentare. Uns würde natürlich interessieren, wo das größte Interesse unserer Zuschauer hingeht. Und dahingehend machen wir dann maßgeschneidert auch unsere Videos. Geben Sie uns einen Daumen hoch, abonnieren Sie den YouTube-Kanal und schalten Sie das nächste Video wieder ein. Bis bald. Tschüss.